Es war ein strahlender Junimorgen. Hell leuchtete die Sonne über Berg, Tal und die blühenden Almen, als ein kleines Mädchen, das kaum 5 Jahre alt sein mochte, an der Hand seiner Begleiterin einen steilen Bergpfad emporstieg. Die Wangen der Kleinen glühten vor Hitze, denn die vielen Kleider, die sie anhatte, und die nägelbeschlagenen Bergschuhe machten ihr das Steigen beschwerlich. Doch sie klagte nicht und versuchte, mit ihrer kräftigen Begleiterin Schritt zu halten. Auf halber Höhe der Almen erreichten sie einen Weiler, der Im Dörfli hieß. Da öffnete sich ein Fenster und jemand rief: »Hey, Dete, du bist wieder im Dorf? Warte ein wenig, ich komme mit.« »Aber dann beeil dich, Bärbel, ich habe nicht viel Zeit.« »Grüß Gott, Dete. Die Kleine ist sicher das Kind deiner Schwester, das Hinterlassene?« »Ja, so ist es. Die kleine Heidi.« »Wir gehen zu meinem Großvater auf die Alm und ich bleibe dort.« »So? Freust du dich darauf?« »Oh ja. Oh, schau, Dete. So viele Tiere.« »Das sind die Geißen des Dorfes, Heidi. Sie werden morgens auf die Alm getrieben und verbringen dort oben den Tag.« »Und auch der Junge, der bei ihnen ist, bleibt da?« »Ja, das ist ihr Hirt, der Geißenpeter.« »Darf ich zu den Geißen hinlaufen, Dete?« »Das kannst du tun. Sie haben den gleichen Weg wie wir.« Als Heidi bei dem Geißenhirten angekommen war, schaute sie ihn zuerst prüfend an und fragte dann: »Warum heißt du Geißenpeter?« »Weil mein Vater und mein Großvater schon so hießen.« »Und warum hießen dein Vater und dein Großvater so?« »Weil sie immer und ewig die Geißen des Dorfes gehütet haben.« »Und wirst du sie auch immer und ewig hüten?« »Was sollte ich denn sonst tun?« »Ich mag deine Geißen, Geißenpeter.« »Peter sollst du mich nennen.« »Aber dein Name ist doch Geißenpeter.« »Ach, das ist doch nur... weil es immer schon so war bei uns.« »Ach so. Ich heiße Heidi.« »Wie alt bist du?« 5. »Ich bin schon 9. »Ich werde jetzt bei meinem Großvater in der Almhütte leben.« »Du so mit nackten Füßen und in kurzen Hosen rumzulaufen ist schön, nicht?« »Freilich. Sonst könnte ich den Geißen ja gar nicht so schnell nachklettern.« »Und du hast nur ein Hemd an?« »Klar. Erst im Herbst, wenn der kalte Wind bläst, ziehe ich eine Jacke über.« Keuchend vor Hitze kletterte Heidi eine gute Weile dem Geißenpeter nach. Dann aber setzte sie sich energisch nieder, zog ihre Schuhe und Strümpfe aus und begann sich zu entkleiden. Zuerst warf sie ihr Baumwolltuch ab, dann kam ihr Sonntagskleid an die Reihe, als nächstes das Alltagskleid, dann ein Röckchen und noch ein Röckchen, bis sie in einem Hemdchen dastand. Nun lief sie Peter nach und rief vor Freude strahlend: »Siehst du, jetzt habe ich auch nur noch ein Hemdchen an.« »Oh, du bist ja gar nicht so dick. Hast du eine solche Menge Kleider angehabt?« »Ja, weil Dete sagte, dann brauchen wir sie nicht zu tragen.« Diese stieg inzwischen mit Bärbel den Bergpfad weiter empor und unterhielt sich mit ihr. »Jahrelang für das Kind gesorgt und nun sag ich mir, ich habe das Meinige für das Kind getan, jetzt muss der Öhi das Seine tun.« »Ja, wenn er so wäre wie die anderen Leute. Aber vor ihm fürchten sich ja alle geradezu. Und die Kirche betritt er nie.« »Wenn auch, für das Kind muss er sorgen, ist doch seines Sohnes Tochter.« »Sag mir, Dete, wie viel Wahres ist an dem, was über Öhis früheres Leben erzählt wird? Hat er wirklich mal ein Gut gehabt?« »Sogar eins der schönsten in ganz Domleschg. Doch verspielte und verzechte er es und brachte den jüngeren Bruder an den Bettelstab. Die Eltern starben darob vor Kummer. Der Öhi selbst aber zog in die Welt hinaus und kehrte erst nach 15 Jahren mit einem halbwüchsigen Sohn zurück.« »Dem Tobias, der dann später Zimmermann wurde und deine Schwester Adelheid hat.« Wie im Fluge verging für Heidi der Sommer. Und dann war auch schon der Winter da. Peter kam nur noch selten zur Almhütte herauf, denn er musste die Schule besuchen. Aber das Lesen vermochte er trotzdem nicht zu erlernen, was der größte Kummer seiner blinden Großmutter war, denn sie hatte immer gehofft, dass er ihr eines Tages die Lieder aus dem Gebetbuch würde vorlesen können. Umso mehr Freude machte ihr die kleine Heidi, die bis zum Eintritt des Winters die alte Frau ständig besucht und viel Sonne in ihr Leben gebracht hatte. Eines Abends, als Heidi mit dem Großvater vor dem Herdfeuer saß, sagte sie: »Jetzt muss ich wohl wieder mal die Großmutter besuchen. Sie wartet sicher auf mich.« »Tja, wenn du meinst, werden wir es wohl tun müssen.« Als nun einige Tage später die Schneedecke hart gefroren war, ging der Großvater in den Schuppen
und kam mit einem großen Stoßschlitten heraus. Und schon saß Heidi in eine Decke gehüllt vor dem Öhi, und der Wind pfiff ihnen nur so um die Ohren, als sie den Hang hinuntersausten. Vor der Hütte des Geisenpeters blieb der Schlitten stehen, und der Großvater sagte: »Am Abend warte ich hier draußen wieder auf dich.« »Grüß Gott, Großmutter!« »Mein liebes Kind, wie schön, dass du mich nicht vergisst.« »Aber der klappert ja an Fensterladen, Großmutter. Dort muss ein Nagel eingeschlagen werden, sonst geht eines Tages die Scheibe entzwei.« »Ach, gutes Kind, es klappert und kracht überall, wenn der Wind kommt. Es ist mir nachts manchmal Angst und Bange, dass alles über uns zusammenbricht. Aber wir haben ja niemanden, der es ausbessern könnte.« Als der Großvater Heidi am Abend wieder in die Decke gehüllt zur Almhütte zurücktrug, sagte sie: »Großvater, morgen müssen wir bestimmt wieder zur Großmutter und Hammer und Nägel mitnehmen, um ihre Fensterläden festzunageln. Und auch noch vieles andere, denn es klappert und kracht überall bei ihr.« »So, müssen wir es? Wer hat das gesagt?« »Das hat mir niemand gesagt, Großvater. Das weiß ich selbst.« Als Heidi am nächsten Morgen erwachte, sah sie, dass sie sich in einem schönen Zimmer befand, in dem kleine geblümte Sessel und ein Divan standen. Aber es hatte hohe Fenster, die Heidi nicht zu öffnen vermochte. Darum fragte sie Clara, als sie sich ins Unterrichtszimmer begaben: »Kann man eure Fenster aufmachen, um hinauszuschauen?« »Natürlich, Heidi. Möchtest du das?« »Ja, sehr.« »Sebastian, öffnen Sie doch bitte eines der Fenster, damit Heidi hinaussehen kann.« »Jawohl, Fräulein Clara.« »Oh, da ist ja nur eine steinerne Straße. Keine Wiese. Und was ist hinter dem Haus?« »Genau dasselbe, Mamsellchen.« »Ich heiße nicht Mamsellchen, ich heiße Heidi.« »Man hat mir befohlen, Mamsellchen zu sagen.« »Und wohin muss man hier gehen, um ganz weit sehen zu können, über das Tal?« »Na, man müsste wohl auf einen Kirchturm steigen.« »Wie den dort, mit der goldenen Kugel auf der Turmspitze?« »Tja, vielleicht.« Am Nachmittag, als Clara in ihrem Zimmer ruhen musste, lief Heidi auf die Straße. Dort sah sie einen Jungen mit einer Drehorgel und fragte: »Kennst du die Kirche mit der goldenen Kugel auf der Turmspitze?« »Freilich.« »Dann bring mich hin.« »Was gibst du mir dafür?« »Ein Bildchen. Das habe ich heute selbst geschenkt bekommen.« »Was soll ich mit einem Bildchen? Ich brauche Geld.« Heidi war überzeugt, dass Clara ihr auch das geben würde und fragte: »Wie viel willst du?« 20 Pfennig.« »Gut, dann führ mich hin.« Das Besteigen des Kirchturms enttäuschte Heidi genauso wie der Blick aus dem Fenster. Von der Spitze des Turmes sah sie nur die vielen hundert Dächer der Stadt, aber keine Alm und keine Berge. Als der Kirchendiener das traurige kleine Mädchen sah, wollte er es aufmuntern und zeigte ihm einen Korb voll kleiner Kätzchen. »Oh, wie niedlich! Wie schön sie sind!«